Lass mich raten, du hast auch mindestens einen 1176 Kompressor als Plugin in deiner DAW, oder? Gibt's ja auch wirklich von Waves, von Universal Audio, von Slate oder auch direkt als kostenlose Beigabe zu deiner DAW. Aber der 1176 ist auch mit Fug und Recht einer der wohl beliebtesten Kompressoren, wenn es um das Komprimieren von, sagen wir mal, Schlagzeug, Gesang, Rap oder auch allen anderen Audiosignalen geht. Er ist aber auch wirklich einfach einzustellen, klingt fast immer gut und dabei schwingt dann auch immer noch das gute Gefühl, mit einem Kompressor zu benutzen, den selbst die Profis in wirklich jedem Mix einsetzen. Von Chris Lord LG bei Green Day über Daryl Thorpe bei den Foo Fighters, Vance Powell bei Chris Stapleton oder auch Andrew Sheps, der unter anderem Adele mischt, und zwar wirklich nur unter anderem, ich sag was, sind alle dabei. Der 1176 ist dabei auf jeden Fall in unterschiedlichsten Varianten erhältlich. Von der kostenlosen Variante in der DAW über die Bezahl-Plugins von 29 bis rauf zu 199 Euro und natürlich auch als Hardware, zum Beispiel von Warm Audio gibt es den für knapp 700 Euro, glaube ich, bis rauf zu den gesuchten Vintage-Schätzchen von Universal Audio, zum Beispiel der 1176 AE, der mittlerweile für wahnsinnige 3.000 bis 4.000 Euro gehandelt wird, wenn du überhaupt noch einen kriegst. Aber wie groß ist denn der klangliche Unterschied eigentlich zwischen Soft und Hardware wirklich und vor allem welche Vor- und Nachteile hat das Arbeiten eigentlich mit einem echten 1176 in Hardware? Das probieren wir heute einfach mal aus und dazu habe ich meinen Hardware 1176 aus meinem Preamp hier so mit der DAW verdrahtet, dass wir direkt vergleichen können, ob und vor allem welche klanglichen Unterschiede es gibt zwischen dem kostenlosen 1176 aus der DAW, dann dem Plugin von Universal Audio und natürlich der echten Hardware. Und damit du dir das Ganze dann auch direkt bei dir zu Hause anhören kannst, habe ich auch wieder ein paar Audiobeispiele für dich zum Runterladen zusammengestellt. Der Download ist natürlich erhältlich für alle großartigen Basis- und Premium Mitglieder der Recording-Blog-Familie. Schön, dass ihr dabei seid. Einfach mal im Download-Bereich nachschauen. Und natürlich auch, wenn du mir bei YouTube hier über den Mitgliedwerden-Knopf hin und wieder mal einen Kaffee ausgeben solltest. Alle Links dazu und auch die Links zu den benutzten Geräten und Plugins findest du unten in der Videobeschreibung. Genug gesabbelt. Jetzt geht's wirklich rüber, jetzt wird's ernst, los geht's. So, jetzt wird's also ernst. Wir schauen uns das Ganze, wie gesagt, an zwei Beispielen an, nämlich einmal an einem Vocal und einmal an der Snare. Und mit der Snare starten wir jetzt erstmal. Vielleicht hören wir zunächst einmal rein, was die Basis eigentlich für die Snare gewesen ist. War ein Sample, hören wir mal kurz rein. Ganz normales Sample, das habe ich mit Steven Slade Trigger erstellt. Im Hintergrund hörst du vielleicht noch ein bisschen Bassdrum, das heißt, dieses Multisample spielt zwar hier ab, aber ist nur zu 59%, wie du 58%, wie du hier sehen kannst, dem Originalsignal hinzugemischt. Mit anderen Worten, wir haben hier einen festen Sound, der gilt für alle drei Kompressoren und der soll jetzt halt reingehen in unseren 1176er. Ich habe mit einem Tongenerator dafür gesorgt, dass ungefähr alle drei den gleichen Arbeitspunkt haben, denn wenn du dich vielleicht daran erinnerst, dann weißt du, dass der 1176er ja keinen Threshold hat, mit dem man seinen Arbeitspunkt einstellt, sondern man muss den Input-Regler so einstellen, dass man die gewünschte Kompression bekommt. Dann gibt es natürlich noch die Regler für Attack und Release und für das Kompressionsverhältnis. Die habe ich bei allen dreien gleich eingestellt, zeige ich dir gleich nochmal. Aber mit dem Input-Regler muss man halt dafür sorgen, dass alle drei die gleiche Menge an Signal bekommen. Ich habe mich bemüht, das mit dem Tongenerator hinzukriegen. Den hörst du jetzt zwar nicht, aber ich zeige dir mal, wie der so arbeitet. Der Tongenerator erzeugt einfach einen Ton mit einem bestimmten Output-Pegel. Und den habe ich so eingestellt, dass die 1176er alle gleich viel komprimieren, wenn der durchgehend läuft. Also minus 10 sollte der VU-Meter anzeigen. Und ich mache mal hier an alle drei, damit wir mal sehen können, ob bei allen dreien auch tatsächlich minus 10 auf dem VU angezeigt werden. Also hier ist die Software von Studio One. Minus 10 zeigt das VU während der Arbeit. Dann hier der 1176 von Universal Audio als Plugin. Und dann siehst du hier im Bild noch den 1176 als Hardware. Der zeigt auch ungefähr minus 10. Soweit ich das passend einstellen konnte, sollte das passen. Das heißt, alle drei haben jetzt den gleichen Arbeitspunkt und ich mache den Tongenerator mal wieder aus. Du hast ihn zum Glück nicht gehört, das wäre nämlich sehr nervig gewesen. Aber jetzt geht es darum, wir hören tatsächlich mal, wie klingen denn die 1176er, wenn sie gleich eingestellt sind. Du siehst hier alle drei gleich eingestellt, das heißt hier Attack-Zeit auf mittlere Attack-Zeit, schnelle Release-Zeit 4:1 eingestellt und das gleiche natürlich auch hier bei Universal Audio mit dem Plugin Attack-Zeit, mittlere Attack-Zeit, schnelle Release-Zeit und 4:1 als Kompressionsverhältnis und das gleiche natürlich auch bei der Hardware, wie du hier sehen kannst. Auch da ist die Attack-Zeit hier auf mittlere Attack-Zeit eingestellt, Release-Zeit auf schnelle Release-Zeit und die Ratio auf 4:1. Also gleiche Voraussetzung, hoffentlich. Und jetzt hören wir uns einfach mal den Sound von den dreien an. Jetzt wird es wirklich sehr spannend. Wir starten unkomprimiert und dann gebe ich als erstes Studio One dazu. Dann hören wir den Kanal mit dem Plugin und dann die Hardware. Also los geht's, unkomprimiert und ab dafür. Und
Und. Oh. Okay, starke Kompression auf jeden Fall. Man hört, dass da wirklich stark nach der Attack komprimiert wird. Die Release-Zeit klingt auch nicht so schnell, wie ich sie eingestellt habe. Okay, gehen wir mal auf das Plugin. Deutlich gefälliger. Sehr angenehm. Angenehmes Verhältnis zwischen Attack und Release-Zeit. Und jetzt die Hardware. Okay, da sind wir schon bei einer Einschränkung von der Hardware. Vielleicht hast du dich jetzt gerade gefragt, was mit dem Sound passiert? Der ist komplett kollabiert. Ja, die Hardware ist natürlich Mono. Das heißt, ein 1176er war eigentlich ein Mono-Gerät und das Plugin arbeitet selbstverständlich in Stereo. Das heißt, das Stereo-Sample wird auch in Stereo komprimiert. Aber wenn wir das Ganze rausschicken auf ein Mono-Gerät, dann kommt natürlich auch Mono zurück. Das heißt, der Sound ist natürlich Mono und dementsprechend nicht ganz vergleichbar. Ich würde mal sagen, wir lassen den 1176 von Studio One für die Snare jetzt erstmal außer Acht, weil das war wirklich in der Einstellung nicht brauchbar, wenn du mich fragst, also zumindest für den Sound. Aber wir vergleichen nochmal das Plugin und die Hardware. Dazu müssen wir natürlich gleiche Voraussetzungen schaffen. Ich schalte mal das Plugin auf Mono im Kanal. Und dazu müssen wir jetzt, damit es auch wirklich vergleichbar bleibt im Pegel, den Pegel von diesem Monokanal noch um 3 dB anheben. Denn laut Panlaw, also der Einstellung zum Panorama, wird ein Monokanal in der Mitte 3 dB leiser abgespielt. Vertrau mir einfach, ich habe es ausprobiert. Also Monokanäle, falls du dich mal fragen solltest, warum dein Monokanal nie mit voller Pulle rausgeht, der ist 3 dB leiser als ein Stereokanal. So, machen wir mal minus 3,4 einstellen. Jetzt sollten beide vergleichbar laut sein und Mono. Also hören wir nochmal im direkten Vergleich das Plugin mit der Hardware. Los geht's. Okay. Also insgesamt gefallen mir beide Sounds auf jeden Fall schon mal gut. Von daher muss ich sagen, okay, da könnte ich mich jetzt spontan nicht entscheiden. Wahrscheinlich ist es eine kleine Einstellung schon zwischen Attack, Release, Input, Output, die dafür sorgen würde, dass beide noch gleicher oder noch unterschiedlicher klingen. Einen Favoriten könnte ich jetzt nicht picken und könnte jetzt nicht sagen, irgendwie das eine klingt jetzt deutlich besser als das andere. Sie klingen ein bisschen unterschiedlich, aber das ist bei der Hardware wahrscheinlich auch so. Größter Unterschied wahrscheinlich tatsächlich die Tatsache im Workflow mit der ganzen Geschichte. Denn die Hardware hat ja nun mal den Nachteil, dass man mit ihr in Realtime arbeiten muss. Das heißt, die muss auch an sein und der Song muss immer von vorne bis hinten durchlaufen. Beim Plugin ist es natürlich so, ich habe auf der einen Seite Total Recall, egal wann ich die Session aufmache, der Kompressor ist immer gleich eingestellt. B, ich kann ihn in Stereo benutzen, was natürlich ein unermesslicher Vorteil ist, weil zwei 1176er zu kaufen als Hardware ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe. Und drittens, ja, also wie gesagt, der Workflow passt mir einfach mit dem Non-Linearen, also wenn man jederzeit die Session öffnen kann und sie klingt so, wie man sie zuletzt verlassen hat, ist auf jeden Fall für mich vielleicht, also überwiegt auf jeden Fall an der Stelle, dafür dann auch noch die Kosten für ein Hardwaregerät auf sich zu nehmen, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber kannst mir auch mal deine Meinung unten, wie gesagt, in die Kommentare reinschreiben. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Hören wir uns mal die Paradedisziplin vom 1176 an, nämlich Vocals. Da wird es natürlich jetzt auch nochmal spannend und da habe ich den gleichen Versuchsaufbau natürlich auch gemacht, habe vorher natürlich die 1176 passend, ich muss mal hier kurz das Pipeline ausmachen, so, da habe ich natürlich vorher alles auch passend eingestellt, das heißt, hier haben wir drei Vocals, die ich vorbereitet habe, dreimal die gleiche Stimme und die hören wir uns jetzt einfach mal nochmal mit den passenden Einstellungen an. Auch hier wieder der Tongenerator, mit dem ich hier dafür gesorgt habe, dass hier das richtige Eingangssignal in den 1176er reinkommt und hier habe ich sogar hinterher noch mit dem VUMT gemessen, dass auch der gleiche Output rauskommt. Das heißt, vom Pegel her sollten die drei auch wirklich gleich sein, was bei der Snare gerade auch schon gewesen ist. Und jetzt gucken wir mal, ich mache mal die Plugins an. Hier ist einmal der von Studio One, dann einmal das Plugin von Universal Audio und als Beispiel dann noch das Pipeline-Modul hier von Studio One, mit dem wir dann die externe Hardware ansteuern können. Und jetzt wird es wirklich spannend. Also Paradedisziplin Vocals. Hören wir mal zunächst einmal das Plugin von Studio One und dann gehen wir wieder durch. Ich blende dir wieder ein, was du gerade hörst. My faith is fear and my hope is despair. My faith is fear
And my hope is despair. And my faith is fear. And my hope is despair. Also das war jetzt ein schneller Durchlauf, aber ich habe den Eindruck, dass das Plugin von Studio One jetzt durchaus ordentlich funktioniert. Das heißt, wir können auf jeden Fall damit arbeiten. Vocals können ordentlich damit komprimiert werden. Klanglich hat er mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Also vom Regelverhalten her ja. Das ist ja die gleiche Einstellung wie bei den anderen beiden jetzt auch. Aber vom Klang her würde ich im direkten Vergleich mit den anderen beiden sagen, haben mir die anderen beiden besser gefallen. Wenn ich keine Alternative hätte, kann man auch damit wunderbar arbeiten. Also falls du keins von diesen Plugins oder von der Hardware besitzen solltest, kein Problem. Auch der 1176 aus Studio One vom Fat Channel geht durchaus. Aber klanglich hat mir schon das Plugin sehr gut gefallen. Die Hardware allerdings noch ein kleines bisschen besser. Irgendwie haben mir Regelverhalten und Klang auf jeden Fall vom Hardware-Kompressor noch ein kleines bisschen besser gefallen, weil sie noch ein bisschen angenehmer geklungen haben. Und vielleicht hören wir die beiden dann doch nochmal im direkten Vergleich, also das Plugin und die Hardware nochmal gegeneinander. Und wie gesagt, wenn du magst, kannst du dir natürlich auch die Klangbeispiele runterladen. Wenn du mir hier einen Kaffee bei YouTube ausgibst, dann findest du da in deinem Download-Bereich, vom Mitgliederbereich findest du einen Download. Klick, wo du draufklicken kannst, kannst du dir die Hörbeispiele für deine DAW nochmal runterladen und alle Basis- und Premium-Mitglieder im Recording-Blog finden natürlich im Download-Bereich auch nochmal einen Link. Runterladen, selber hören, selbst entscheiden und dann schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare. Wir hören jetzt nochmal Plugin gegen Hardware. My faith is fear and my hope is despair. My faith is fear. And my hope is despair. And my faith is fear. And my hope is despair. And my faith is fear. And my hope is despair. Also ich habe jetzt mal nichts gesagt, damit du nochmal in Ruhe hören kannst, aber ehrlich gesagt hat mir jetzt die Hardware ein kleines bisschen besser gefallen. Ob ich dafür allerdings den relevanten Preis auf den Tisch legen würde, den Nachteil in Kauf nehmen würde, dass ich nicht nonlinear arbeiten kann, also Total Recall, und vor allem den messbaren Nachteil wirklich, dass ich ja hier nur in Mono arbeiten kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe ihn 1176, das ist ganz cool, aber ob ich mir separat ein Gerät nochmal kaufen würde für den Zweck, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber wie ist deine Meinung? Schreib sie unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt von dir zu lesen. Und falls du wissen möchtest, wie ich einen 1176 für Vocals standardmäßig einstelle, dann schau als nächstes in dieses Video rein. Das sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut. Und Yassou.